das Entscheidende immer ist, von den Kompetenzen auszugehen. Also constructive alignment. Ja, ich habe Kompetenzen, die zu erwerben sind, und darüber muss ich mir alle erstmal klar werden. Was sollen die Studierenden lernen? Wenn ich dann weiß, welche Kompetenzen sie erwerben sollen, habe ich zum einen sofort eine Idee, wie ich prüfen kann am Ende, ob sie die Kompetenzen erworben haben oder nicht. Also die Prüfung muss sich eins zu eins beziehen auf die Kompetenzen, die zu erwerben sind. Und ich habe gleichzeitig eine Idee oder kann daran arbeiten, welche Lernmethoden ich einsetze, damit die Studierenden die Kompetenzen erwerben, damit sie am Ende die Prüfung bestehen. Constructive Alignment, also konstruktiver Bezug von Prüfung, Lernzielen und der Lernmethoden.